Hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Resident Evil 2. Nachdem das Spiel jetzt doch schon einige Zeit draußen ist, geht es nun endlich auch bei mir los. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Angst. Ich habe jetzt schon seit längerer Zeit kein Horrorspiel mehr gespielt. Und es ist ja doch mal wieder was ganz anderes zu den Spielen, die in letzter Zeit so kamen. Wobei Resident Evil ja generell nicht so krass gruselig ist, zumindest für mich nicht, abgesehen vielleicht vom siebten Teil. Aber ich habe doch ein bisschen Respekt vor dem, was mich erwartet. Und das Ganze ist komplett blind. Also ich kenne das Remake nicht, ich kenne das Originalspiel nicht, habe auch noch nie ein Let's Play dazu gesehen. Also habe ich absolut keine Ahnung von der Story. Ich weiß natürlich, dass wir mit Leon spielen. Ich weiß auch, dass es eine Kampagne mit Claire gibt. Aber was die Story angeht, weiß ich, wie gesagt, überhaupt nichts. Und von daher bitte nicht spoilern. Außer es kommen Spinnen in diesem Spiel vor, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Da bin ich zumindest etwas vorbereitet. Und ich würde sagen, wir legen direkt mal los. Ich habe gerade schon so ein, zwei Minuten reingeguckt, einfach um mich mit der Steuerung ein bisschen vertraut zu machen, beziehungsweise um ja, anzupassen, was ich denn für eine Steuerung haben möchte. Wir beginnen aber natürlich ein neues Spiel und spielen als allererstes die Kampagne mit Leon. Ich weiß nicht, inwieweit sich die beiden unterscheiden und ob wir danach noch die mit Claire spielen werden, also rein theoretisch ja. Aber ich kann schon mal sagen, es wird vermutlich so sein, dass nur alle zwei Tage eine Folge kommt. Ich weiß, das ist doof, aber im Moment geht das leider nicht anders. Und ich wollte unbedingt jetzt endlich mit dem Spiel loslegen. Ja, ich würde sagen, genug gequatscht. Leon S. Kennedy. Nach tagelanger Funkstille von seiner neuen Stelle in Raccoon City fährt Leon S. Kennedy hin, um nachzusehen. Achso, um nachzusehen. Er ahnt nichts von dem Albtraum, der ihn erwartet. Ja gut, davon ahne ich wahrscheinlich auch noch nichts. Und ich habe die Zielhilfe eigentlich eingestellt in den Optionen, weiß aber nicht, ob sie jetzt an ist, weil ich möchte natürlich gerne auf Standard spielen. Und sollte sie nicht an sein, dann werde ich einfach mal gucken. Ich komme bestimmt auch so irgendwie durch. Einfach mal schauen, wie ich damit so klarkomme. Raccoon City, eine Industriestadt im Herzen Amerikas, in der Leon S. Kennedy seinen Dienst als Polizist antreten sollte. Auf seinem Weg zum Revier erregen die trüben Lichter einer Tankstelle die Aufmerksamkeit des jungen Polizisten. Nein, Mann, im Ernst, okay, ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Oh, ich glaub dir, Kumpel. Ich glaub dir. Erzähl uns die Geschichte. Erzähl sie. Okay, es war Freitagnacht. Ich ging von der Bar nach Hause. Da kam diese Frau auf mich zu. Sie torkelte, weißt du? Dachte mir also, sie ist betrunken. Wow. Wow, okay. Sag uns und sei ehrlich, wie viele Drinks hattest du in Tuss? Nein, Mann, ich war kaum angetrunken. Ach komm. Nein, hör mir zu, okay? Sie kam näher und ich schaute sie mir genauer an. Hättest ihre Augen sehen sollen. Ihre Nase, ihr ganzes Gesicht sah aus wie verwest. Sah aus wie eine Leiche. Wie eine wandelnde Leiche, Mann. Klingt nach meiner Frau. Ich hab sowas noch nie gesehen. Kann seit der Nacht nicht mehr schlafen. Okay, beruhig dich, Kumpel. Beruhig dich. Du, hey, du musst stark bleiben. Okay, gib dir drauf nicht Angst nachher. Ja, da hast du ganz recht. Wenn du vor diesen Dingern erstarrst, schlagen sie ihre Zähne in dich. Ich hab gesehen, wie... Ach, komm schon. Wurde grad gut. Sollte mal schlafen. Oh, Scheiße! Nein. 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 Oh. Was soll ich tun? Was mache ich denn nur? Ah, Joel,
Niemand da? Komisch. Na, das ist doch mal eine vertrauenserweckende Tankstelle. So, umsehen. Ja, ja, okay. Gucken wir uns erstmal unser schickes Auto an. Da will man hier einfach nur tanken und dann sowas. Okay, sprinten mit RB. Ja, man konnte zum Glück 3 verschiedene Steuerungstypen einstellen. Und mit der Standardeinstellung kam ich so gar nicht zurecht. Vorhin bei meinem Test. Was steht da? Enjoy the rich, was auch immer, of our specially selected, was auch immer. Es gibt auf jeden Fall guten Kaffee. Welcome to Raccoon City, home of Umbrella. Dingo Red Cigarettes. Gut, noch ein bisschen Zigarettenwerbung. Oh, sieh an, der Sheriff, ne? Free Air. Instructions. Okay, total unnötig. Schaut mal, da gibt's lustige Kinderüberraschungstüten. Und natürlich Burger. Muss ja sein. Ja, dann gehen wir doch mal rein. Hallo? Irgendjemand da? Stimmt was nicht. Das würde ich auch mal behaupten. Und wie man unschwer gehört hat, ich habe deutsche Synchronstimmen eingestellt. Das wird vermutlich nicht jedem gefallen, so wie diese Dame hier. Die gefällt bestimmt jedem. Aber ja, ich finde die Stimme jetzt auch nicht so gut. Also das, was wir bis jetzt gehört haben. Aber ich werde es trotzdem lassen. Weil, ja, viele Leute lassen das Video auch nur so im Hintergrund laufen und dann finde ich persönlich es schon besser, wenn es auf Deutsch ist. Ist auch alles eine Gewöhnungssache. Also ich denke, man wird sich hoffentlich daran gewöhnen. Alles in Ordnung? Ja, ganz bestimmt. Ganz bestimmt ist bei dem alles in Ordnung. Was gibt's denn hier so Tolles? Bleiben Sie da. Ich komme zurück. Süßigkeiten ohne Ende. Popcorn, Chips. Die Wundertüten. Ach nee, das sind keine Wundertüten. Das sind, hier, wie Fruit Loops, ne? Cornflakes. So, Getränke, Tütensuppen, Fertigessen. Alles, was eine gute Tankstelle braucht. Hey, Kumpel. Ich glaube, du wurdest gebissen, ne? Kann das sein? Let's dance. Ja, er wohl nicht mehr. Der wird nicht mehr so viel dancen. Was? Was klappert denn hier? Ja, geh mal rein. Komm runter! Officer, soll ich helfen? Zurückbleiben, Sir, nicht näher! Hey, hey! Weg von ihm! Sofort! Hilfe! Was zum Teufel? Ja, ich würde sagen, ja, ja, du schießt. Und zwar nicht mit automatischer Zielhilfe. Ist der schon hin? Ah, cool. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Da will er einfach nur helfen, der gute Leon, und hat schon Menschenleben auf dem Gewissen. Ich meine, wenn der jetzt nichts gesagt hätte, hätte der Sheriff sich nicht umgedreht und alles wäre tutti gewesen. So, wir haben eine Matilda, 9mm Pistole. Der steht ja nicht mehr auf, oder? Ich hoffe nicht. So, Lagerraum, schön und gut. Und noch mehr Mädels. Hey, nice. Und vor allem ein Schlüssel. Okay, ein abgenutzter Schlüssel. Inventar öffnen. Ah, ich habe so 4 Quick-Slots, sage ich mal. So, Moment.
das ist die Karte. Das ist mein Inventar-Orientierungsbrief. Was steht denn da? Kann ich den lesen? Officer Leon S. Kennedy, im Namen des RPD möchte ich Ihnen zum Abschluss Ihrer Ausbildung gratulieren. Ach, hat er gerade erst die Ausbildung abgeschlossen? Sie haben hervorragende Noten erzielt und wir sind stolz, Sie in der Truppe begrüßen zu dürfen. Ach, das war's schon. Bitte melden Sie sich am Freitag, 25.09. um 8 Uhr auf der Polizeistation von Raccoon City zur Orientierungseinheit. Wir freuen uns auf Ihre Mitarbeit. Polizeichef von Raccoon City, Brian Irons. Okay. Ach, guck mal, noch eine alte Pizza. Schön, daneben der Aschenbecher. Ach, wunderbar. Ich fand ihn übrigens... Hallo? Steht der wieder auf? Alter! Wenn Sie ein Objekt zum Öffnen einer Tür oder Lösen eines Rätsels benutzen möchten, wählen Sie im Inventar benutzen. Okay. Steht der jetzt wieder auf, der Typ? Ich wollte doch gerade sagen, dass ich den im vierten Teil... viel, viel attraktiver fand. Also das nur mal so nebenbei ist nicht wichtig, aber... Das nur mal so am Rande. So, raus hier aus dem Schuppen. Hey! Nicht schießen! Runter! Alles gut? Ja, denke schon. Danke. Dank mir später, wenn wir sicher sind. Oh, Scheiße. Los jetzt! Rein da! Festhalten! Was zur Hölle geht hier vor? Keine Ahnung. Hoffentlich haben die mehr Infos auf der Polizeistation. Warte, du bist Cop? Ja, Leon Kennedy. Und du bist? Claire. Claire Redfield. Wohnst du hier? Nein. Ich suche meinen Bruder. Ist auch Cop. Tja, gut, dass wir uns getroffen haben. Ich weiß nicht, was noch auf uns zukommt. An alle Einwohner. Aufgrund des stadtweiten Ausbruchs wird Ihnen empfohlen, in der Polizeistation von Raccoon City Zuflucht zu suchen. Lebens- und Arzneimittel werden allen Bedürftigen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Oh mein Gott, das kann nicht wahr sein. Die Polizeistation ist nicht mehr weit. Die werden mehr wissen. Ja, aber was, wenn wir die Einzigen sind? Wenn es keine Überlebenden... Nein, die Stadt ist groß. Da muss es doch welche geben. Wir müssen wohl zu Fuß gehen. Eher rennen.
Ja, gute Idee. Ach du Schande! Leon, fahr rückwärts! Was zur... Heilige Scheiße! Claire, steig aus! Steig aus, jetzt! Ich kann nicht! Festhalten! Hier ist nicht sicher! Geh schon weiter! Ich treffe dich bei der Station! Ich komm hin! Okay! Bis hierhin habe ich übrigens gespielt, also alles jetzt ist blind. Ich renne einfach mal in die entgegengesetzte Richtung, weil ich das gerade als sehr klug empfinde. Da komme ich nicht weiter. Da komme ich weiter. Und ich weiß gerade gar nicht, wie viel Schuss ich habe. 7. Okay, oh Gott, das war... Scheiße! War das gut hier lang? Ich glaube, das war gut. Ich sehe es schon kommen, dass mir hier gleich was entgegenspringt. Ach, das ist schon hier. Die Polizeistation. Ah. Aber hier ist gerade keiner, oder? Ach doch! Ach doch! Oh Gott. Bleib weiter. Da nicht unbedingt lang. Wobei, einen könnte ich ja tun. 7 Schuss, komme ich hier durch? Ja, komme ich. Leute, ich hab's geschafft, ohne einen Schuss zu verwenden. Kannst du da durch? Ich wollte gerade schon sagen, die Polizeistation hat doch mehr als so ein blödes Tor hier. Ihr kommt da nicht durch, ne? Will ich nicht hoffen. Haben wir denn hier? Brauchen wir da später eine Axt oder so? Ich muss übrigens sagen, ich spiele das für meine Verhältnisse auf recht hohen Einstellungen. Ich hoffe mal, dass es so bleibt wie jetzt. Ansonsten, ja, mal gucken. So. Oh, hallo. Das sieht doch schon direkt ein bisschen freundlicher aus, die Umgebung erkunden. Also ich muss ja sagen, ich freue mich total auf die Rätsel und so, ne? Apropos Rätsel, wollen wir mal drücken? Was passiert? Okay, kannst du... Ah, da könnte er drunter herkrabbeln. Ja, hallo? Gut. Ist irgendjemand hier? Wir schauen erstmal ganz in Ruhe. Munition, oh, sehr gut. 6 Mal können wir mitnehmen. Schreibmaschine? Ja. Oh Gott, eine Truhe, Leute. Das wird wieder so krass mit dem Inventar, ne? Das wird wieder so ein Hin und Her. Aber gut. Was haben wir hier? Okay, kann ich da... Irgendjemand muss doch hier sein. Nicht gut. David! Marvin, seid ihr da? Es gibt einen Weg raus. Steht hier drin. Schick Verstärkung. Ostkorridor. Ja, schieß doch in den Kopf, Junge. Sollte den Typ suchen.
Ja, das sollten wir tun. Und wir haben jetzt eine Karte, die Ostseite des Gebäudes erreichen. Der Kartenbildschirm ist nicht nur nützlich, um sich die gegenwärtige Position und Umgebung anzusehen, er zeigt auch interessante Details sowie Objekte an, die Sie zwar gefunden, aber nicht aufgenommen haben. Das ist gut. So, Eingangshalle, Raum der Wache, da müssen wir also hin, ja? Okay, komplett durchsucht, wird durchsucht. Das finde ich ja schon mal gut. Aber brauchen wir? Wir brauchen hier aber keine Farbbänder und so, ne? Ich meine, ich habe hier auch gar keins. Ja, das mit der Truhe. Was habe ich denn jetzt? Schlüssel, den kann ich doch ablegen, oder nicht? Weil den werde ich doch hier ganz bestimmt nicht mehr brauchen. Verstauen. Und wie ist das? Moment, kann ich kombinieren? Ach so, kann ich. Ist das andere Muni? Für Pistolen, 9 mm. 12 Schuss. Ach so, vielleicht kann ich die kompletten 6 nicht kombinieren, weil ich gerade 7 habe. Okay, da brauche ich wahrscheinlich eine Schere, ein Messer oder so. Also bevor ich den Typen jetzt suche, ich mache erstmal alles ganz in Ruhe. Guck mir alles an. Das ist ein Peak-Schloss. Soll das ein Peak sein? Oh, ich hoffe, dass ich hier nicht so viel an Notizen und so übersehe. Also, da sind drei Vertiefungen. Ja, ich muss sowieso da vorne durch, durch diesen Gang, denke ich mal. So, was haben wir hier? Ein Löwe, auch mit einer Vertiefung. Und drei Symbolen. Ja, okay. Habe ich da schon was gehört? Ich kann sogar einmal komplett hier oben rum. Da ist nochmal so eine Tür. Ach, natürlich. Das war doch bei Teil 1 auch so. Das ist immer ein Schlüssel für. Ah, sieh eine an. Kombinieren. Ja. Ein Schlüssel für mehrere Türen gab. Gab es da nicht irgendwie Löwenschlüssel oder so, der dann alle Löwentüren geöffnet hat? Ja, was die alten Resident Evil-Teile angeht, bin ich echt ein Noob. Wie gesagt, 2, 3 kenne ich nicht. Code Veronica habe ich auch nur mal angespielt. Oh, das wäre schön, wenn das grünes Kraut wäre, ne? Das wäre ja riesiges grünes Kraut. Ich glaube, hier ist nichts mehr. Moment. Oh. Ah, das ist grünes Kraut. Ja, cool. Ich würde sagen, das nehmen wir direkt mal mit. Ja, bitte. Ja, platziere das mal hier. Was haben wir hier sonst noch? Ein Tresor. Ja, okay. Ich hatte gehofft, dass man vielleicht irgendwas hören kann, aber nein. Da brauchen wir dann wohl eine Kombination. Stadtbroschüre. Ach, wie schön. Willkommen in Raccoon City. Raccoon City ist nicht nur das Zuhause des Pharma-Riesen Umbrella Corporation, sondern auch eine pulsierende, dynamische Stadt mit einer langen Geschichte. In diesem Führer stellen wir Ihnen einige ungewöhnliche Sehenswürdigkeiten unserer Stadt vor. Die Polizeistation von Raccoon City. Das Gebäude in der Stadtmitte war nicht immer eine Polizeistation. In ihm befand sich früher ein Kunstmuseum. Zahlreiche Merkmale wie der ungewöhnliche Uhrenturm und die Göttinnenstatue in der Eingangshalle erinnern an diese Zeit. Das Waisenhaus. Nur wenige Häuserblöcke von der Polizeistation befindet sich ein von der Umbrella Corporation mit Hilfe zahlreicher. Was sind das für Geräusche? Spenden von Unternehmen und Bürgern gegründetes Waisenhaus. Das Gebäude ist für sein Buntglasfenster bekannt, das Besucher aus aller Welt anzieht. Ach so, das war's? Ihr habt hier zwei Sehenswürdigkeiten? Wow. War da nicht gerade noch was? Ach nee, das ist nur der Tresor unten. Okay, Peak-Schlüssel. Ich gucke mir die Tür aber trotzdem an. Werden die dann markiert auf der Karte? Nee, nicht wirklich. Okay. Was kann denn dieser wunderbare Automat? Gar nichts. Okay, keine Munition, kein gar nichts. Dann machen wir uns doch jetzt mal auf die Suche nach dieser armen Seele, die da gerade so ganz alleine war und irgendwie unfähig war zu schießen. Warum auch immer.
Ich frage mich aber gerade, wir haben da jetzt die Schreibmaschine. Aber ich glaube, es wird doch auch immer automatisch gespeichert, oder? Bin ich mir noch nicht so sicher. Ach, das war das hier. Soll ich die automatische Zielhilfe einschalten? Ich weiß das immer nicht. Ich bin ja echt schlecht im Zielen, aber... Oh nee, oder? Oh nein. Ja, wie gesagt, ich bin ja echt nicht gut im Zielen. Aber ich lasse es erstmal an. Was brauchen wir da? Eine Sicherung oder so? Ja, eine Sicherung. Je nachdem, also ich guck mal, wie ich damit zurechtkomme. Geht die? Ah, die geht sogar auf. Nee, geht sie nicht. Hallo? Echt, Leute, das macht so Bock, nach langer Zeit wieder ein Horrorspiel zu spielen, weil man... Das. Ja, ja, weil man sowas von angespannt ist. Was ist das denn bitte hier für eine Tür? Ja gut, das war ja mal ein Museum. Der sieht auf jeden Fall nicht mehr so frisch aus. Wie ist das? Moment, ich muss mal eben kurz nachschauen... heilende Objekte. Wenn Sie Schaden nehmen, wechselt Ihre Gesundheitsanzeige von gesund zu Warnung und schließlich zu Gefahr. Wenn Sie in Gefahr sind, sollten Sie sich schnell mit einem Kraut- oder Erste-Hilfe-Spray heilen. Okay. Wie ist das? Kann ich die... Ach so, nee. Ach, das ist dann nur für Waffen, ne? Das Steuerkreuz. Okay, ich dachte gerade, ich kann da irgendwelche Objekte ablegen. Ja, Moment. Da ist noch rotes Licht. Warum auch immer. Ja, Moment. Hallo. Hast du... Ach, hat der... Oh, 21 Schuss habe ich schon. Leute, was kommt da auf mich zu? Ich habe das Licht angemacht. Das ist gut. Oder? Hat mir das irgendwas gebracht? Ach, das ist hier so der Raum für Pressekonferenzen, ne? Was bringt mir das hier? Ja, mach's mal an. Komm. Fühle ich mich irgendwie sicherer. Auch wenn ich jetzt wieder gehe. Halten. Achso, nee, halten. Halten, Leon. Ja, du sollst doch halten. Aha. Ja, wo gehen wir lang? Ach, hier geht's sowieso nicht weiter. Toiletten sind nie gut. Erinnere ich mich auch an Resident Evil 1 oder 0. Da war doch auch irgendwas auf dem Klo. Na komm, wir gucken mal, wir sind ja mutig. Kann ich da... Ach, Erste-Hilfe-Spray. Ja, geil. Sehr schön. Und? Sitzt da noch jemand? Oh ne, Klo läuft nur über. Dann geht's ja. So, Männertoilette ist verbarrikadiert. Kaffeeautomat. Oh Gott. Oh Gott. Hat der... Ah, der hat keine Hand mehr. Na, guck an. Aufwachen! Oh. Schnell! Ja, nee. Aufwachen! Nee, nee, warte mal. Mach die verdammte Tür auf! Ja, nö. Hier ist der Ausgang, also ich könnte auch gehen. Ah ne, könnte ich nicht. Ja, komm, dann helfe ich dir. Wo ist denn der? Ach, da unten irgendwo. Ja, es tut mir leid, ihn da gerade beim Todeskampf zu hören, aber... Tja, mal gucken, was ist hier sonst. Ich hol sie raus! Hilfe! Bitte! Geben Sie mir die Hand! Ich hab sie. Jetzt die andere Hand. Ruhe. Soll ich halten?
Scheiße! Notizbuch eines Polizisten. Jetzt mal ganz ehrlich, der hat gerade durchhalten gesagt und er war schon komplett durchgetrennt. Also, ich brauche 3 Medaillen. Und über die Tiefgarage, oder nein, es geht nach unten in den Keller. Dann komme ich in die Tiefgarage und dann finde ich da den Way Out. Das ist natürlich sehr gut. Bei der Löwenstatue sitzt das rote da. Löwe, okay. Gut. Zur Eingangshalle. Ja, komm rein. Oh, warum schieße ich jetzt so doof? Brauche ich Zielhilfe? Oh, die brauchen... Mal eben gucken. Also 3 Schuss. Leute, wie lade ich nach? Ah, okay, mit X lade ich nach. Die stehen dann auch nicht mehr auf. Oder? Boom. Irgendwo hinter mir. Ich glaube, ich renne mal ein bisschen. Oh, war da noch eine Tür? Ist ja jetzt... Oh Gott, da war noch eine Tür. Shit, da wollte ich eigentlich... Ich kann mir ja Zeit lassen. Ich muss ja nicht immer in jedem Spiel unglaublich hektisch sein. Ach so. Okay, da brauche ich Bolzenschneider oder so. Oh, ach, da habe ich ihn. Die sind überall! Die schaffen 2? Schaffe ich 2? Muss ich. Oh. Oh, der saß. Also, wenn ich richtig. Oh, shit. Wenn ich richtig geil mittig treffe, sind die mit einem Schuss down. Das ist natürlich richtig gut. Wo kann ich jetzt. Ach, oh, hallo. Brauchst du länger? Weil du ein bisschen dicker bist als die anderen? 3 Schuss. Scheiße! Ist da noch einer? Okay, Moment, lass erstmal gucken. Was gibt's denn hier so? Holzbretter mal 1. Ich habe keine Ahnung wofür, aber gut. Pistolenmunition immer gut. Jetzt habe ich 20. Also, ich werde das so machen. Ich glaube, das habe ich in den anderen Resident Evil-Teilen auch mal gemacht. Also, es gibt halt echt Situationen, da muss man doch nicht alle töten. Hier war die Sicherung. Komm schon. Wo kommst du denn jetzt her? Pass auf! Verstanden! Du bist sicher. Fürs Erste. Danke. Marvin Brenner. Leon Kennedy. Da war noch ein Officer. Ich konnte nicht... Hier. Du hast sicher getan, was du konntest, Leon. Weiß irgendjemand, was das verursacht hat? Keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, es reicht, wenn du weißt, dass du mit Haut und Haar gefressen wirst, wenn du nicht aufpasst. Ja, ich sollte letzte Woche anfangen, aber dann hieß es, bleib weg. Wünschte, ich wäre früher gekommen. Du bist jetzt hier, Leon, und das ist wichtig. Okay, Lieutenant. Ich bin soweit. Hoffentlich findest du einen Weg raus aus der Station. Der Officer, den du getroffen hast, Elliot. Er dachte, dieser Geheimgang wäre der Weg hier raus. Das klingt gut. Sie kommen ins Krankenhaus. Nein, nein, ich bin nicht die Priorität hier. Lieutenant, ich werde Sie nicht einfach hier lassen. Das ist ein Befehl, Rekrut! Du rettest dich selbst zuerst. Ich käme mit dir, aber ich halte dich nur auf. Hier. Du brauchst das. Ich kann das nicht. Stopp! Und mach nicht meinen Fehler. Wenn du eins von den Dingern siehst, Uniform oder nicht, darfst du nicht zögern.
Du erledigst das. Oder rennst. Klar? Ja, Sir. Ein Kampfmesser. Zum Verwenden im Inventar ausrüsten. Dieses Messer nutzt sich durch die Verwendung ab und zerbricht, wenn der Balken leer ist. LB bereithalten, RT schlitzen. Kann zum Kontern LB verwendet werden. Wenn man von einem Gegner gefangen wurde, kann wieder erlangt werden, nachdem der Gegner besiegt wurde. Okay. Gut. Nebenwaffe bereithalten, Angriff. LB, RT. Okay, das kriege ich noch gerade so hin. Ob ich das wirklich gut abwehren kann, wenn ich es dann benötige, weiß ich noch nicht. Moment mal. Das machen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ja, Kumpel, ist schön, dass du da sitzt. Ich frage mich nur, wie lange noch? Und habe ich gesagt, dass er nicht so attraktiv aussieht? Also jetzt gerade in der Sequenz fand ich, oh, doch, schon. Aber trotzdem, im vierten Teil fand ich ihn dann doch noch besser. Ja, Leute, so viel dazu. Habe ich irgendwas, was ich ablegen kann? Daran muss ich jetzt echt immer denken. Ich weiß noch nicht, was ich damit mache. Mit denen man Fenster vernageln kann. Perfekt, um ungebetene Gäste auszusperren. Ganz ehrlich, ich packe erstmal das hier weg. Und das brauche ich sowieso. Und dann werde ich speichern und es macht jetzt schon richtig Bock. Ich bin super froh, dass es bei mir gerade echt gut läuft. Ich könnte es, glaube ich, noch ein bisschen dunkler stellen, ne? Aber gut. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.